Ja, herzlich willkommen zur vierten Einheit im Themenblock Syntax der Veranstaltung Programmierparadigmen. Im Syntax-Themenblock geht es darum, wie wir spezifizieren können, welcher Code überhaupt Teil einer Programmiersprache ist. Und um das jetzt ein bisschen wieder einzuordnen, also wir hatten gesagt, es gibt einmal die Tokens, das sind so die Wörter der Programmiersprache. Und das Tool, was bestimmt oder feststellt, ob eine gegebene Zeichenkette tatsächlich ein legaler Token ist, das nennt sich Scanner. Und was der Scanner als Ergebnis jetzt liefert, ist eine Sequenz von Tokens. Und der nächste Schritt, den wir uns in dieser und in den kommenden Einheiten anschauen werden, ist der Parser, nämlich das Tool, was dann diese Sequenz von Tokens nimmt, feststellt, ob die tatsächlich ein legales Programm ergeben und wenn ja, das Ganze als Parse-Tree oder als Baum zurückgibt. Hier ist nochmal die Übersicht. Also wir sind jetzt in diesem letzten großen Teil des Themenblocks Syntax, wo wir uns mit Parsing beschäftigen und insbesondere, wenn wir uns Top-Down- und Bottom-Up-Parser anschauen. Was ist das überhaupt? Das sehen wir im Prinzip schon mal ganz grob erklärt hier. Also jeder Parser hat das Ziel, den gegebenen Stream aus Tokens oder die Sequenz von Tokens in einen Parse-Tree, also eine Baumstruktur, umzuwandeln. Und die Frage ist jetzt, wie genau man das macht. Und da gibt es im Prinzip zwei grobe Antworten, nämlich einmal Top-Down und einmal Bottom-Up. Top-Down bedeutet, dass wir vom Wurzelknoten des Parse-Trees, den wir erstellen wollen, anfangen und dann Schritt für Schritt die Nicht-Terminale, die da noch drin sind, weiter ausfalten und mithilfe der Produktionsregeln der Grammatik weitere Nicht-Terminale oder schlussendlich dann Terminale umwandeln. Eine große Herausforderung ist dabei festzulegen, was man tut, falls mehrere Regeln angewandt werden können. Also wenn ein Nicht-Terminal nach mehreren Dingen ableitbar ist, zum Beispiel weil da der senkrechte Strich in der Grammatik verwendet wird, der sagt, dieses oder jenes ist möglich, dann muss dieser Top-Down-Parser nämlich vorhersagen, welche der Regeln zu nutzen ist und wie man das macht, werden wir uns anschauen. Die andere Variante ist, dass das Ganze bottom-up, also von den Leaf Nodes bis hoch zum Wurzelknoten konstruiert wird. Und was der Parser da macht, ist, dass er die Tokens Schritt für Schritt einliest und immer, wenn sich eine Menge von Tokens in einen Teilbaum zusammensetzen lässt, dann macht der Parser das. Und wenn immer mehrere Teilbäume in größere Bäume zusammengesetzt werden kann, dann wird auch das wieder gemacht, bis wir irgendwann diesen Baum von unten herauf komplett aufgebaut haben und den vollständigen Parse-Tree erhalten. Bevor wir uns jetzt Algorithmen anschauen, die Top-Down- und Bottom-Up-Parsing implementieren, schauen wir uns erstmal ein Beispiel an, um das Ganze intuitiv besser zu verstehen. Also wir haben hier eine kleine Grammatik einer fiktiven Programmiersprache. In der Programmiersprache gibt es Statements, die nennen sich Simple Statement und diese Statements können ineinander verschachtelt werden, in Blöcke, die dann jeweils mit Beginn anfangen und mit End enden. Unser Startsymbol ist hier oben das P, was für Program steht und das bedeutet oder sagt, dass jedes Programm mit Beginn und End umklammert ist und innen drin dann dieses Nicht-Terminal Doppel-S bzw. Zeichen oder Tokens, die daraus expandiert werden können, enthält. Das Doppel-S steht einfach nur für mehrere Statements und heißt konkret, dass da entweder ein Statement drin sein kann, was dann gefolgt ist von wieder dem Doppel-S und das Doppel-S kann schlussendlich auch zum Epsilon abgeleitet werden. Das heißt, wir können schlussendlich aufhören, Statements mit Semikolon aneinander zu ketten. S selbst ist entweder ein Simple Statement oder eben dieser Block, den wir hier unten sehen, der mit Beginn und End umklammert ist und in der Mitte dann wieder ein weiteres Doppel-S für weitere Statements hat. Kleines Beispielprogramm, was man daraus ableiten kann, ist hier unten zu sehen, wo wir das Beginn und End für das komplette Programm haben und innen drin ist in dem Fall nur ein Block, der aus zwei Simple Statements besteht. Wir könnten darin aber natürlich auch weitere Beginn- und Endblöcke mit wieder weiteren Statements oder noch weiteren Blöcken haben. Dann schauen wir uns mal für dieses Beispiel an, wie das Parsen mit einem Top-Down- oder Bottom-Up-Parser ungefähr ablaufen würde. Und zwar zunächst für Top-Down.
So, also der Top-Down-Parser beginnt mit dem Startsymbol der Grammatik. Das ist in unserem Fall ein P. Ich schreibe jeweils noch dran, in welcher Reihenfolge die einzelnen Teile dieses Baumes aufgebaut werden. Also die 1 würde einfach nur, dass das hier der erste Schritt ist. Für P gibt es eine Regel, die sagt, zunächst kommt Beginn, dann Doppel-S und dann End. Das heißt, wir werden 3 Kinder dieses P-Knotens haben, nämlich das Beginn hier, das Doppel-S hier und dann das End hier ganz rechts. Der zweite Schritt ist, dass dieses Doppel-S jetzt expandiert wird. Das heißt, der Parser schaut in die Grammatik, stellt fest, oh, es gibt 2 Regeln für Doppel-S. Wir könnten das entweder nach S, Semikolon, Doppel-S ableiten oder nach dem leeren Wort. Das heißt, der Parser muss irgendwoher wissen, was er jetzt, welche dieser Regeln er jetzt nimmt und wie das genau funktioniert, werden wir noch genauer kennenlernen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir magischerweise wissen, dass die erste Regel benutzt werden soll. Das heißt, wir leiten dieses Doppel-S nach S, Semikolon, Doppel-S ab. Das heißt, hier gibt es wieder 3 Kinder, nämlich das S, das Semikolon und dann ein neues Doppel-S. Der Parser ist weiter top-down und geht in dem Fall von links nach rechts. Das heißt, als dritten Schritt würden wir dieses S hier drüben weiter ableiten. Hier ist wieder dieselbe Situation wie gerade eben schon. Wir haben 2 Regeln, die wir benutzen könnten. Entweder S nach Simple Statement abzuleiten oder S nach Begin Doppel-S End abzuleiten. Woher der Parser jetzt weiß, welche Regel zu nehmen ist, wird wie gesagt später erklärt. Gehen wir mal davon aus, dass er magischerweise weiß, dass hier ein Simple Statement hergehört. Das heißt, wir können uns jetzt dem letzten aktuell verbliebenen Nicht-Terminal zuwenden, nämlich dem Doppel-S hier drüben. Wieder gibt es 2 Regeln und wieder gehen wir mal davon aus, dass der Parser magischerweise weiß, dass hier S, Semikolon, Doppel-S zu wählen ist. Das heißt, wir haben jetzt wieder 2 neue Nicht-Terminale, die noch nicht expandiert sind. Der Parser muss weiterarbeiten, bis alle Nicht-Terminale in Terminale expandiert wurden. Als nächstes ist dieses S hier drüben dran mit dem 5. Schritt. Das wird zu einem weiteren Simple Statement abgeleitet und dann schlussendlich als 6. und dann auch letzter Schritt leiten wir dieses Doppel-S nach dem leeren Wort Epsilon ab. Und was wir dann schlussendlich bekommen, ist ein vollständiger Parse-Tree, der genau diese Tokens, die wir in unserem Beispiel haben, beschreibt, da das die Leaf Nodes des Baumes sind. So, alternativ zum Top-Down-Parsing schauen wir uns als nächstes Beispiel mal an, wie das Ganze Bottom-Up funktionieren könnte. In dem Fall würde der Parser damit beginnen, ein Token nach dem anderen einzulesen. Das heißt, zunächst lesen wir dieses Beginn ein. Dieses eine Token ist nicht genug, um irgendeine der Regeln, die wir in der Grammatik haben, anzuwenden. Das heißt, der Parser macht weiter und liest den nächsten Token ein, nämlich dieses Simple Statement. Simple Statement ist ausreichend, um eine Regel anzuwenden, nämlich die vorletzte in der Grammatik. Das heißt, wir sagen, Simple Statement kann vom Nicht-Terminal S abgeleitet werden. Und der erste Schritt ist also diese Regel hier einmal anzuwenden. Mit allem, was wir jetzt drin haben, können wir wieder keine weitere Regel anwenden. Das heißt, der Parser liest weiter und liest als nächstes dieses Semikolon. Das ist auch nicht ausreichend, um eine weitere Regel anzuwenden. Also wird wieder ein Token eingelesen, nämlich ein weiteres Simple Statement. Und hier können wir dieselbe Regel, die wir gerade eben schon mal benutzt haben, anwenden, indem wir feststellen, dass das S Nicht-Terminal zum Simple Statement abgeleitet werden kann. Anschließend geht das Spiel weiter. Wir lesen einen weiteren Token, nämlich ein weiteres Semikolon und stellen fest, dass auch das alles noch nicht ausreicht, um weiter einzulesen. Was der Parser an der Stelle machen würde, ist das letzte Token einlesen, das End, und jetzt reicht es immer noch nicht, um eine weitere Regel anzuwenden, aber zum Glück haben wir diese dritte Regel hier, die uns sagt, wir können Doppel-S nach
Epsilon ableiten. Und wenn sonst nichts geht, dann geht diese Regel. Das heißt, der Parser kann die jetzt einfach mal hier irgendwo einfügen und sagen, okay, ich wende als dritten Schritt diese Regel an, die es mir sagt, ich kann Doppel S nach Epsilon ableiten. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir aus den Teilbäumen, die wir hier schon haben, weitere Regeln ableiten können. Und insbesondere können wir die zweite Regel benutzen, die sagt, Doppel S kann abgeleitet werden nach S, Semikolon, Doppel S. Denn wir haben ja ein S, ein Semikolon und ein Doppel S hier in unserem Wald von Teilbäumen stehen. Und zwar, indem wir die Regel hier anwenden als vierten Schritt und sagen, das Doppel S kann nach diesen drei Sachen S, Semikolon, Doppel S abgeleitet werden. Jetzt geht das Spiel weiter. Wir schauen wieder, was können wir mit den Teilbäumen, die wir schon haben, anstellen und stellen fest, dass wir nochmal diese zweite Regel benutzen können. Hier im fünften Schritt, wo das S von hier drüben, das Semikolon von hier und das Doppel-S, was wir gerade erstellt haben, verwendet werden. Und schlussendlich können wir mit dem, was jetzt noch übrig ist, dem Beginn, dem Doppel-S mit der 5 oben dran und dem End ganz da unten, die allererste Regel benutzen als sechsten und letzten Schritt, indem wir sagen, das P wird abgeleitet nach Beginn, Doppel-S und End. Und siehe da, da haben wir wieder unseren Parse-Tree, diesmal aufgebaut von unten nach oben. Und wie das algorithmisch dann genau umgesetzt wird, sehen wir später dann auch noch. So, jetzt habe ich zwei Arten, wie man diesen Parse-Tree aufbauen kann, schon mal am Beispiel illustriert. Allgemein gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Parsing-Algorithmen, die man klassifizieren kann. Und die zwei wichtigsten Klassen sehen wir hier. Das sind nämlich diese LLK-Parser und die LRK-Parser. Der wahrscheinlich wichtigste Unterschied zwischen den beiden ist, dass die LLK-Parser top-down funktionieren, also so wie das erste kleine Beispiel, was ich gezeigt habe, wohingegen die LR-Parser bottom-up funktionieren und den Baum sozusagen von unten nach oben aufbauen, so wie im zweiten Beispiel, was ich gezeigt habe. Woher kommen diese Buchstaben, also das LL und das LR? Der jeweils erste Buchstabe spricht oder beschreibt die Reihenfolge, in der die Tokens gelesen werden. Und in beiden Fällen ist das left to right, also von links nach rechts, also sozusagen in der Reihenfolge, in der wir üblicherweise auch die Tokens in der Programmiersprache selbst als Menschen lesen würden. Der jeweils zweite Buchstabe, nämlich das L bzw. R bei der zweiten Klasse von Parsern, beschreibt die Reihenfolge, in der die Ableitung vorgenommen werden. Bei den LLK-Parsern passiert das auch von links nach rechts. Das heißt, wenn wir mehrere Stellen haben, wo wir jetzt ein Nicht-Determinal durch eine Regel weiter ableiten können, dann fangen wir bei dem linkesten Nicht-Terminal in unserem Baum an, wohingegen wir bei den LR-Parsern den rechtesten Subbaum benutzen und die Regeln zuerst auf der rechten Seite des Baumes anwenden. Die Algorithmen, die diese verschiedenen Klassen von Parsing-Algorithmen implementieren, gibt es eine ganze Reihe von Algorithmen. Wir werden uns zwei davon hier angucken, oder zwei Klassen von Algorithmen, nämlich die Predictive, also vorhersagenden Algorithmen für die LLK-Parser, wo das Vorhersagende ist, dass der Parser auswählen muss, welche aus mehreren möglichen Regeln denn angewandt wird. Und auf der anderen Seite schauen wir uns Shift-Reduce-Algorithmen für die LR-Parser an. Und was das genau bedeutet, sehen wir dann auch recht bald. Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, was das K da jeweils bedeutet, was in dem Namen dieser Parser-Klassen drinsteht. Das K steht einfach dafür, wie viele Tokens der Parser gegebenenfalls über den aktuellen Token hinaus nach vorne schaut, um festzustellen, zum Beispiel, welche Regel aus verschiedenen möglichen Regeln denn jetzt angewandt werden soll. Das heißt also, ein LL1-Parser zum Beispiel würde ein Token weiter schauen als der, bei dem er aktuell schon ist, oder ein LL2-Parser würde eben zwei Tokens weiter nach vorn schauen als der aktuelle Token. So, jetzt schauen wir uns diese
beiden Klassen von Parsern mal ein bisschen genauer an und fangen mit den LLK-Parsern, also Top-Down-Parsern, an. Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, das LLK steht für Left-to-Right-Scanning, Leftmost-Derivation und K ist die Anzahl der Tokens, die der Parser ja, vorausschauen kann. Es gibt da zwei Ansätze oder zwei Klassen von Ansätzen, die wir hier ein bisschen genauer anschauen werden, nämlich zum einen Recursive Descent Parser und zum anderen Table-Driven Parser. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Scannern, die wir schon gesehen haben. Also die Recursive Descent Parser sind die, die man im Zweifelsfall eher mal per Hand schreiben würde. Also wenn man für eine einfache Sprache mal eben einen Parser schreiben muss, dann würde man wahrscheinlich genau diesen Ansatz wählen. Wohingegen Table-Driven bedeutet, dass der Parser automatisch generiert wird und ein generisches Parsing-Programm mit Hilfe einer Tabelle den eigentlichen ja, Parsing-Algorithmus umsetzt. Egal, welchen dieser beiden Arten von LLK-Parsern wir jetzt implementieren, der allgemeine Algorithmus sieht immer ungefähr so aus, wie es jetzt hier gerade steht. Also wir haben in diesem Algorithmus immer ein Nicht-Terminal, was unser aktuelles Nicht-Terminal ist, und am Anfang ist das das Startsymbol der Grammatik. Und dann die eigentliche Arbeit geschieht in einer Schleife, die so lange fortläuft, bis kein Input mehr da ist, also sprich bis alle Tokens eingelesen wurden. Und was jetzt diese Schleife macht, ist, die schaut sich immer die nächsten K-Tokens an, also den aktuellen plus die K, die wir vorausschauen dürfen, und außerdem das aktuelle Nicht-Terminal, in dem wir sind. Und mit diesen beiden Informationen muss der Parser oder muss dieser Algorithmus dann eine der verfügbaren Regeln anwenden. Wie genau das gemacht wird, schauen wir uns später noch an. Und wenn wir jetzt so eine Regel R haben, die sagt, dieses Nicht-Terminal, das wir haben, kann abgeleitet werden nach einer Sequenz von Nicht-Terminalen und Terminalen, dann gehen wir durch diese Sequenz durch und für jedes Element x in dieser Sequenz, schauen wir, ob das ein Terminal oder ein Nicht-Terminal ist. Wenn es ein Nicht-Terminal ist, dann ist das einfach ein weiteres Nicht-Terminal, was wir später dann noch expandieren müssen, und wir setzen das jetzt erstmal so in den Parse-Tree ein. Wenn es ein Terminal ist, dann müssen wir schauen, ob das tatsächlich mit dem nächsten Token übereinstimmt, also ob dieses ja, Terminal der nächste Token ist, den wir in unserer Input-Sequenz tatsächlich sehen. Wenn das so ist, dann haben wir quasi einen weiteren Token konsumiert und können dann ja, den nächsten Token als unseren aktuellen Token betrachten. Und das Ganze passiert dann für jedes Element x in dieser rechten Seite der Regel R, die wir ausgewählt haben. Und anschließend geht die Schleife hier weiter, bis tatsächlich alle Tokens eingelesen wurden oder bis man eben feststellt, dass die Tokensequenz nicht in einen Parse-Tree übersetzbar ist, also sprich, dass das kein legales Programm entsprechend unserer Grammatik ist. So, mit diesem allgemeinen Algorithmus im Hinterkopf schauen wir uns jetzt mal die erste Variante von diesen LLK-Parsern an, und nämlich den Recursive Descent Parser. Also Recursive Descent, also rekursiv absteigender Parser, der hat zwei Arten von Funktionen. Zum einen ist da eine Funktion für jedes Nicht-Terminal n in unserer Grammatik. Also wenn wir jetzt drei Nicht-Terminale in der Grammatik insgesamt haben, dann hätten wir schon mal drei Funktionen, die halt jeweils diese drei Nicht-Terminale abbilden. Außerdem haben wir eine Match-Funktion. Was die macht, erklären wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal genauer in diese Funktion für die Nicht-Terminale rein. Im Prinzip, was diese Funktionen machen, ist, die imitieren das Benutzen der Ableitungsregeln, wo das Nicht-Terminal n auf der linken Seite ist. Wenn es mehrere mögliche Regeln gibt für das eine Nicht-Terminal n, dann muss diese Funktion also auswählen, welche dieser Möglichkeiten benutzt wird. Und zwar wird es gemacht basierend auf den nächsten K-Tokens, die wir ja im Parser kennen. Wenn wir auf der rechten Seite der angewandten Regel, wenn wir uns dann für eine Regel entschieden haben, ein weiteres Nicht-Determinal sehen, heißt das, wir müssen das schlussendlich auch noch expandieren, und das funktioniert in diesen Recursive Descent Parsern so, dass wir die entsprechende Funktion für dieses neue Nicht-Determinal dann aufrufen. Das ist dann auch der Grund, warum das Ganze Recursive heißt, weil rekursiv eben diese Funktion wieder aufgerufen werden, um dann Schritt für Schritt alle Nicht-Determinale zu expandieren.
Wenn wir auf der rechten Seite der Regel, die wir anwenden, ein Terminal sehen, heißt das, wir erwarten, dass jetzt eigentlich auch dann das entsprechende Token in unserer Input-Sequenz erscheint. Und genau das ist, was wir mit Hilfe dieser Match-Funktion dann überprüfen. Also da geben wir ein Token, das wir erwarten. Match schaut dann, ist das das nächste Token in der Input-Sequenz? Wenn ja, dann wird dieses Token rausgenommen. Und wenn nicht, heißt das, dass wir an einer Stelle angekommen sind, wo es nicht weitergeht. Und dann wird ein entsprechender Fehler ausgegeben. Das heißt, der String bzw. die Token-Sequenz ist dann eben doch nicht Teil der Programmiersprache. So, schauen wir das Ganze mal mit einem Beispiel an, und zwar mit einer kleinen Beispielgrammatik, die wir hier auf der linken Seite sehen. In der Grammatik ist das Startsymbol das S. Grundsätzlich sind alle großgeschriebenen Buchstaben nicht Terminale und alle kleingeschriebenen Buchstaben sind Terminale, also unsere Tokens. Das Startsymbol S kann in zweierlei Arten und Weisen losgehen. Entweder wir haben ein kleines a und wählen dann die, haben dann noch ein Nicht-Determinal b, oder es geht mit einem kleinen b los und dann kommt das Nicht-Determinal c. Und die b und c Nicht-Determinale sind dann hier unten durch die weiteren Regeln erklärt. Und was wir jetzt auf der rechten Seite sehen, ist der entsprechende Code eines Recursive Descent Parsers für diese Grammatik. Und wie ich gerade gesagt habe, gibt es für jedes Nicht-Determinal in der Grammatik, also sprich für S, B und C, hier eine entsprechende Funktion. Und was diese Funktion jeweils macht, ist, die schaut sich an, was der nächste Token oder die nächsten K-Tokens sind, die, die folgen. In dem Fall ist das ein SK gleich 1, sprich wir schauen immer nur einen Token voraus und schauen dann hier, fangen wir mal mit B an, wenn die B-Regel angewendet werden soll, wissen wir, dass das nächste Token ein kleines b sein muss. Das heißt, diese B-Funktion schaut sich an, ob der Input-Token gleich b ist. Und wenn das so ist, dann wissen wir, dass wir jetzt zwei Bs einlesen wollen. Und das ist genau, was hier passiert, indem wir zweimal Match aufrufen. Also schauen oder sagen, der nächste Token müsste ein b sein und dann nochmal ein b. Und anschließend werden wir ein Nicht-Determinal C haben, und das wird implementiert, indem wir die Funktion, die dieses Nicht-Determinal behandelt, hier rekursiv aufrufen. Etwas komplexeres Beispiel ist für S, denn hier haben wir zwei Möglichkeiten. S hat eben diese zwei Regeln, entweder A, B oder B, C, und der Parser entscheidet sich hier für die Regel, indem wir eben anschauen, was das nächste Token ist. Wenn das einem A entspricht, dann gehen wir hier rein und rufen Match von A auf. Und andersrum, wenn das nächste ein B sein sollte, rufen wir Match von B auf. Und dann eben jeweils gefolgt von den rekursiven Aufrufen von B und C, um eben die jeweiligen Nicht-Determinale hier auch noch abzudecken. Für den Fall, dass wir irgendwo nicht weiterkommen, also wenn der nächste Input-Token eben nichts von dem ist, was wir erwarten, dann wird jeweils diese Arrow-Funktion aufgerufen, die eben angibt, dass die Token-Sequenz nicht der Grammatik entspricht. So, dann schauen wir uns diesen Algorithmus mal an einem kleinen Beispiel an, und zwar einem konkreten String, der in diese Grammatik reingehört. Und zwar wollen wir hier den String parsen A, B, B, C, C. Also kurzer Blick auf die Grammatik zeigt, dass das ein legaler String sein sollte. Jetzt schauen wir mal, wie der Parser, der Recursive Descent Parser, das in dem Fall machen würde. Ich zeige einfach mal die Schritte, die der Parser hier durchgeht, und werde die auch ein bisschen durchnummerieren. Für jeden Schritt haben wir eine Reihe von Tokens, die eben noch nicht eingelesen wurden. Und das ist der, ja, noch übrige Input. Und dann haben wir gewisse Aktionen, die jeweils ausgeführt werden in diesem Schritt. Fangen wir mal mit Schritt 1 an. Also am Anfang ist natürlich der ganze Input da, also A, B, B, C, C. Wir rufen zunächst aus irgendeiner Form von Main-Methode einmal die S-Funktion auf, denn S ist ja das Startsymbol unserer Grammatik. So, was machen wir in S? Wir schauen uns den
Input-Token, also sprich den nächsten Token an. Wir sehen, aha, der ist ein A. Also gehen wir in den ersten, in den ersten Branch da rein. Das heißt, wir rufen Match von A auf. Und was Match von A tun wird, ist, dass das erste A oder das einzige A auch in unserem Input zu konsumieren. Und anschließend rufen wir das B auf, was jetzt rekursiv dann die B-Methode aufruft. Das bringt uns zu Schritt 2, weil wir jetzt in der zweiten Funktion sind. Das A ist weg, das heißt, der übrig gebliebene Input ist B, B, C, C. Wir sind jetzt in der B-Methode, wo wir schauen, ob der nächste Input-Token ein B ist. Das ist der Fall und in dem Fall rufen wir zweimal Match auf mit B und anschließend C. Einmal, dann nochmal, weil in der Regel für B ja steht, zwei kleine Bs und dann das Nicht-Determinal C. Und dieser Aufruf der C-Funktion bringt uns dann zu unserem dritten Schritt. Die beiden Bs wurden mittlerweile konsumiert von den beiden Aufrufen von Match von B. Das heißt, wir haben nur noch C, C übrig und sind jetzt in der C-Funktion, sehen da, der Input-Token ist tatsächlich ein C und deswegen rufen wir zweimal Match von C auf. Nummer 1 und Nummer 2. Und in diesem Pfad, wo wir zweimal Match von C aufrufen, ist kein weiterer Aufruf einer anderen Funktion. Also wir haben keine weitere Rekursion, sondern sind an der Stelle dann erstmal fertig. Vielleicht auch noch zu zeigen, wie der eigentliche Baum aussieht, weil das in dem Pseudocode für den Parser, den ich jetzt hier auf den Folien habe, eben nicht drin ist. Aber der wird natürlich während des Parsens trotzdem aufgebaut, auch wenn es da nicht explizit steht. Das würde so aussehen, dass wir dann das S oben haben. Für jedes Match wird ein Knoten eingefügt mit einem Terminal. Und wenn wir in eine andere Funktion reingehen, rufen wir dann oder fügen wir dann entsprechend einen Nicht-Terminal-Knoten in den Baum ein. Das B ruft zweimal Match auf mit den beiden Bs, die erscheinen hier. Und anschließend die Funktion für das Nicht-Terminal C. Und in C matchen wir dann die beiden verbleibenden Cs und haben somit unseren Parse-Tree erstellt. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser vierten Einheit im Block Syntax. Es kommen noch zwei weitere Einheiten. Was Sie jetzt gelernt haben, ist, was eigentlich so ein Parser ist, dass es verschiedene Arten oder Klassen von Parsern gibt, nämlich Top-Down und Bottom-Up. Und Sie haben auch schon die erste Form eines Top-Down-Parsers gesehen, nämlich den einfachsten, den man so bauen kann, den Recursive Descent Parser. Und die anderen Klassen, beziehungsweise eine andere Art von Top-Down-Parser, und auch eine Art von Bottom-Up-Parser schauen wir uns dann in den verbleibenden Einheiten an. Bis dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.